Wusstet ihr, dass Slash im wirklichen Leben schüchtern ist? Oder dass der Gitarrenvirtuose auch eine seltsame Vorliebe für Reptilien hat? Möchtet ihr mehr über den ganzen Roses-Gitarristen erfahren? Dann schaut weiter! Slash wurde im Juli 1965 in London geboren. Laut Louder Sound wohnte seine Familie in Stoke im Vereinigten Königreich, bevor sie sich entschloss, in die USA zu ziehen. Damals war er 6 Jahre alt. Slash glaubt, dass sein Vater immer das schwarze Schaf in der Familie war, jemand, der Stereotypen herausfordern und seinen eigenen Weg gehen wollte. Er sagte: "Mein Vater war der Rebell in der Familie. Er ging auf die Kunstschule, heiratete eine Schwarze und war Teil der gesamten Rock'n'Roll-Szene. Los Angeles war der Ort, an dem man sein musste, also war es nur logisch, dorthin zu ziehen." Slash erwähnte in einem Interview, dass er sich selbst nie aufgrund seiner Hautfarbe anders gesehen hat. Aber er fügte auch hinzu, dass er sich dank seiner frühen Erfahrungen als Kind mit denen identifizieren kann, die mit Rassismus zu kämpfen haben. Slash erinnerte sich: "In meiner Familie gab es eine gewisse Angst vor rassistischen Vorurteilen. Wenn ich sehe, was andere Menschen immer noch durchmachen, ist es traurig, dass wir uns immer noch mit dieser Sache beschäftigen." Dennoch stellte er klar, dass er nicht bewusst versucht hat, sich als Schwarzer oder Brite zu identifizieren. Er erklärte: "Als ich anfing, mein eigenes Ding zu machen, vor allem als Gitarrist, war das nicht so wichtig. Ich habe mich nie wirklich darum gekümmert, mich auf die eine oder andere Weise identifizieren zu müssen." Slash mag viele schöne Erinnerungen an seine Kindheit haben, aber er erlebte auch schreckliche Einsamkeit, als er klein war. Einem Bericht des Rolling Stone zufolge trennten sich seine Eltern in den 70er Jahren. Zu Hause war es etwas unsicher und in der Schule war es noch schlimmer. Er war oft auf sich allein gestellt, weil er sich einfach nicht mit Gleichaltrigen identifizieren konnte. Außerdem war er schüchtern, was es ihm erschwerte, mit anderen in Kontakt zu treten. Er sagte: "Ich hatte lange Haare und die Schulen, die ich besuchte, waren voll mit Kindern von Bankern und Immobilienmaklern. Keiner von ihnen kam aus demselben Milieu wie ich. Er wurde oft von der Schule verwiesen und es ging erst wieder aufwärts, als er begann, sich auf seine Fähigkeiten als Gitarrist zu konzentrieren. Das half ihm in hohem Maße. Seine Klassenkameraden waren freundlicher und gesprächiger, weil sie wussten, dass er Gitarre spielen konnte." Laut Biography wurde Slash in der Vergangenheit als Problemkind bezeichnet. Er interessierte sich nicht für Bildung und ignorierte sie einfach und konzentrierte sich stattdessen auf BMX-Rennen. Die Musik war ein Geschenk des Himmels für ihn. Sie gab ihm einen Sinn. Er war so süchtig, dass er jeden Tag mindestens 12 Stunden spielen konnte. Did you teach yourself how to play? Pretty much. I had a guitar teacher when I first started. I didn't know anything about guitars. Als Band bekamen Guns N' Roses in ihrer Anfangszeit ziemlich viel Ärger, als sie einen Song mit dem Titel One in a Million veröffentlichten. Das Problem mit diesem Song war, dass er rassistische und homophobe Untertöne hatte. Der Text bereitete vielen Zuhörern Unbehagen. Laut Rolling Stone war Slash selbst nicht glücklich darüber, den Song zu veröffentlichen. Er konnte ihn aufgrund seines eigenen familiären Hintergrunds aus einer anderen Perspektive betrachten und wusste, dass der Song nicht gut zu ihrem Album passte. Er sprach später über sein Unbehagen und sagte, dass Slash, als Axl Rose den Song vorschlug, sicher war, dass er ihn nicht mochte. Er fügte hinzu, dass Rose ziemlich hartnäckig war, wenn es darum ging, mit dem Stück weiterzumachen. Slash sagte jedoch auch, dass er die Arbeit an dem Song nicht bereue und erzählte dem Rolling Stone: "Ich bereue nur, was wir deswegen durchgemacht haben und wie die Leute unsere persönlichen Gefühle wahrgenommen haben." Einige Jahre später, als die Band ihr Album Appetite for Destruction veröffentlichte, beschloss das Team, One in a Million loszuwerden. Diese Neuauflage war gewaltig und das Album enthielt 73 Titel, aber One in a Million wurde schließlich wegen seines anstößigen Textes entfernt. Für Slash war es nicht leicht, seine Rauchgewohnheiten aufzugeben. Er war viele Jahre lang süchtig danach. Laut The Telegraph brachte ihn seine Ex-Frau dazu, das Rauchen aufzugeben, nachdem das Paar ein Kind bekommen hatte. Er verriet, dass er beschloss, mit dem Rauchen aufzuhören, als ihm gesagt wurde, dass das Baby anfing, wie ein Aschenbecher zu riechen. Er schaffte es, sich ein Jahr lang von den Zigaretten fernzuhalten, bevor er wieder anfing zu rauchen. Beim zweiten Mal passierten zwei Dinge, die ihn stark beeinflussten. Er verlor seine Mutter durch Lungenkrebs und bekam selbst eine Lungenentzündung. Er sagte: "Nachdem ich krank geworden war, hatte ich eine Zigarette in der Hand und ein Feuerzeug und wollte rauchen. Und es erschien mir einfach als sehr dumm." Laut The Huffington Post sagte Slash auch, dass er ständig rauchte, als er bei einem Cher-Konzert war, bevor er an einer Lungenentzündung erkrankte. Danach hat er für immer aufgehört. Einem Interview mit dem Rolling Stone zufolge hatte Slash eine harte Zeit, als er mit Michael Jackson für eines ihrer Projekte zusammenarbeitete. Was ihn störte, war, dass ihre Treffen einfach sprunghaft waren und keine feste Routine hatten. Slash sagte: "Ich mag es, einen Zeitplan einzuhalten und pünktlich zu sein, aber diese Termine lagen einfach monatelang da, bis ich dachte, dass sie mich nicht mehr benutzen wollten." Er stellte klar, dass er Michael Jackson als Musiker aufrichtig bewunderte und großen Respekt vor ihm hat. Slash war ein Teil von Jacksons Album Dangerous. Nachdem alles gesagt und getan
getan war, war die Arbeit mit Jackson in vielerlei Hinsicht eine Lernerfahrung für Slash. Der glaubte, dass Jackson, Zitat, musikalisch flüssig und sehr talentiert war. Er reflektierte: Ich habe hier und da ein paar Shows gemacht und es hat Spaß gemacht, weil er so ein Profi war und er war so ein Talent von oben. Slash und Axl Rose waren Teil der Originalbesetzung von Guns N' Roses und kannten sich schon sehr lange. Laut NME war ihre Beziehung kompliziert und die beiden Musiker hatten nach einem Streit 2 Jahrzehnte lang nichts mehr miteinander zu tun. Slash entschloss sich 1996, Guns N' Roses zu verlassen, zu einer Zeit, als die Gruppe mit einem erfolglosen Album namens The Spaghetti Incident zu kämpfen hatte. Viele glaubten, dass Slash und Axl Rose zerstritten waren und viele kreative Differenzen hatten. Slash sagte später in seiner Biografie aus dem Jahr 2007, dass Rose eine dominante Figur war, die versuchte, die Band drastisch zu verändern und die volle Kontrolle zu übernehmen, was ihm nicht gefiel und ihn schließlich dazu brachte, die Band zu verlassen. Slash sagte zu dieser Zeit: Axl und ich waren schon seit einiger Zeit nicht mehr in der Lage, bei Guns N' Roses auf Augenhöhe zu sein. Wir haben kürzlich versucht, zusammenzuarbeiten, aber zu diesem Zeitpunkt bin ich nicht mehr in der Band. Er äußerte die Hoffnung, dass sie eines Tages wieder zusammenarbeiten würden. Allerdings haben sie ihre Differenzen 2015 beigelegt. Laut Loudwire war Rose derjenige, der den ersten Schritt machte, um das Kriegsbeil zu begraben. Slash empfand es als kathartisch, noch einmal mit seinem alten Freund zu sprechen und sich wieder zu vertragen. Er bestätigte, dass sie wirklich eine starke Bindung hatten. Laut Biography hat Slash schon einige Male Liebeskummer gehabt. Von seiner ersten Frau, der Schauspielerin und dem Model Renee Surin, ließ er sich 1997 scheiden. Ein paar Jahre später heiratete er 2001 seine zweite Frau Perla Farrar. Sie hatten sogar 2 gemeinsame Söhne. Im Jahr 2010 ging es schief und sie versuchten, sich scheiden zu lassen, bevor sie sich entschlossen, ihre Differenzen zu begraben. Laut People war Farrar eine große Kraftquelle für ihn gewesen. Leider konnte ihre Beziehung nicht überleben und sie trennten sich schließlich. Die Trennung war allerdings hässlich. Laut The Blast hat Farrar es sich nicht leicht gemacht, die Beziehung zu beenden. Der Musiker wollte mit seinem Leben weitermachen und erklärte, dass er bereit sei, Tausende von Dollar an Unterhalt zu zahlen. Er fügte hinzu, dass seine Kinder bis 2036 1,8% seines Einkommens erhalten würden und dass Farrar auch in den Genuss von Ehegattenunterhalt kommen würde. An diesem Punkt musste Slash einfach eine Entscheidung treffen. Er sagte: Perla hat in dieser Angelegenheit nur langsam reagiert oder die Antwort absichtlich in die Länge gezogen. Ich möchte mit meinem Leben weitermachen. Was Slash betrifft, so wissen die meisten Leute nicht, wie er im wirklichen Leben ist. Er erzählte dem Rolling Stone, dass er sehr schüchtern und zurückhaltend ist und sich vor vielen Menschen nicht wohlfühlt. Seine Gitarre und sein Markenzeichen der Hut helfen ihm, seine Schüchternheit ein wenig zu überwinden. Trotz seiner Schüchternheit vor Menschen ist der Gitarrist ein großer Fan von Reptilien und hat sich in seinem Leben um viele Haustiere gekümmert. Er sagte, dass er einmal 11 von ihnen hatte. Als eine seiner Schlangen starb, war er sehr bestürzt. Slash sagte: Es ist ein ziemlicher Jammer, denn er hat so viel mit mir durchgemacht, meine ganze Karriere. Ich habe so sehr versucht, ihn am Leben zu erhalten und er ist gestorben. Es war deprimierend, denn es war ohnehin schon eine schlimme Nacht. Er verriet auch, dass niemand so recht verstand, wie er sich fühlte. Er war am Boden zerstört und in seinem Kummer allein. Als Slash aus beruflichen Gründen in San Francisco war, hatte er ein beängstigendes Erlebnis. Er war kurzzeitig tot, bevor er wieder zum Leben erweckt wurde. Dem Guardian erzählte er, dass er sich lebhaft an diesen Tag erinnern kann. Er sagte: Diese Drogendealer kamen um 5 Uhr morgens in mein Hotelzimmer. Sie hatten alles und ich habe alles genommen. Ich ging den Flur entlang und traf auf ein Zimmermädchen, fragte, wo der Aufzug sei, und dann brach ich zusammen. Eine Augenzeugin bekam einen Riesenschreck, als sie den Musiker sah. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, sagte aber, dass es ihm gut gehe und er zu seinem nächsten Auftritt gehen könne. Er erklärte, wie sich eine Überdosis Drogen anfühlt. Der Musiker sagte: Es gibt eine bestimmte Art von Szene, in der sich alle sehr schnell bewegen und es gibt Lärm von Radios und allem. Ich habe das schon ein paar Mal erlebt. Außerdem hat Slash gesehen, was Drogen mit Menschen anstellen können. Er verlor 2015 seinen Freund und Musikerkollegen Scott Weiland, der an einer Überdosis Drogen starb. Für Slash half es, an seine Kinder zu denken und sich der Musik zuzuwenden, um endgültig mit den Drogen aufzuhören. Slash und David Bowie waren lange Zeit miteinander bekannt. Wie der Rolling Stone berichtet, war Slashs Mutter eine Zeit lang mit dem Ziggy Stardust-Rocker liiert. Obwohl die Beziehung zwischen seiner Mutter und Bowie nur von kurzer Dauer war, hat Bowie Slash wirklich gemocht. Laut Kerrang sprach Bowie mit ihm, als er wirklich mit seiner Sucht zu kämpfen hatte und anfing zu halluzinieren und versuchte zu helfen, indem er ihn tröstete. Bowie sagte ihm: Du bist wahrscheinlich gerade in einer schlechten Lage und du bist anfällig für eine Menge Interaktionen mit Dingen, die Leute normalerweise nicht sehen, und du hast dich dem ausgesetzt. Slash wusste, dass dies weise Worte waren.
Vor Jahren nahmen die Dinge eine beängstigende Wendung, als Slash herausfand, dass er ein ernstes Herzproblem hatte. Wie Yahoo Entertainment berichtet, fand dieser Vorfall statt, bevor Slash beschloss, nicht mehr auf Drogen zu setzen. Die Ärzte teilten ihm mit, dass er an kongestiver Herzinsuffizienz litt. Dieser Zustand war durch seinen übermäßigen Drogenkonsum verursacht worden. Zu diesem Zeitpunkt sah es düster aus und die Ärzte glaubten, dass Slash nur noch wenige Tage zu leben hatte. Glücklicherweise konnte sich Slash dank der Physiotherapie wieder erholen. Er benutzte auch einen Defibrillator, um seinen Zustand unter Kontrolle zu halten. Als Band hatten Guns N' Roses mit Sicherheit viele Probleme mit Drogen. So hatte Schlagzeuger Steven Adler 2 Herzinfarkte, einen Schlaganfall und 28 Überdosen. Ihr Gitarrist Izzy Stradlin fiel für mehrere Tage ins Koma, während Bassist Duff McKagan aufgrund seines übermäßigen Alkoholkonsums fast sein Leben verlor. Wenn ihr oder jemand, den ihr kennt, Probleme mit Sucht oder Suchtverhalten habt oder hat, gibt es Hilfe bei der bundesweiten Sucht- und Drogenhotline unter der Telefonnummer 0180 6 31 30 31.